Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind gerade an der Tankstelle, haben die Nacht auf dem Freecamp verbracht und machen uns auf den Weg zum Ningaloo Reef und wollen da ein bisschen schnorcheln gehen. Ja. Wir haben gerade nochmal das Auto aufgetankt und ich zeige euch hier mal kurz die Tankstelle, weil ich finde irgendwie, die Tankstellen haben hier irgendwie alle so einen gewissen Charme. Also die alle hier mitten im Nirgendwo. Ich zeige euch das mal. Für 1,41 oder 1,42 haben wir jetzt getankt. Und hier ist einfach eine Tankstelle mitten nirgendwo, also hier ist halt gar nichts. Und hier läuft immer im Hintergrund Musik und so. Irgendwie finde ich es voll sympathisch, hat so voll den Cowboy-Country-Flair, finde ich. Wir waren gestern übrigens noch in Carnarvon, oder wie man das auch immer ausspricht. Und da gab es überraschenderweise auch noch mal Coles und Woolworths. Und wir hatten ja extra auf Vorrat eingekauft. Wir sind jetzt gerade beim Ningaloo Reef angekommen und genau zu sein sind wir jetzt bei der Coral Bay. Wir werden gleich schnorcheln gehen. Wir haben uns gestern extra noch ein Schnorchelset gekauft und man muss sagen, hier in der Stadt oder hier in dem kleinen Dorf ist mega viel los. Und zu der Jahreszeit, zu der wir jetzt gerade da sind, also das ist jetzt glaube ich der 26. Mai, sind halt hier auch ganz viele Quallen. Eine Parkrangerin meinte zu mir, dass wir uns halt keine Sorgen machen müssen, dass in den letzten 3 Wochen halt keine Quallen gesehen wurden. Jetzt filmen wir erstmal mit der GoPro weiter und lassen die Kamera im Auto. Genau. Schnorcheln gewesen oder sind hier immer noch im Wasser. Sorry. Und es ist ein bisschen kalt,
bisschen. Den haben wir jetzt ein paar Fische und so, also nicht allzu viel. Aber das war ja auch erst unser erster Tag. Dann. Ja. Oder zweite und heute. Nein, ich meine für heute war es der erste. Ja. Also mal gucken, was uns noch so erwartet. Wir wollen auch nochmal schnorcheln gehen, aber. Ja. Geschmiert habe, weil meine Haare immer das Salzwasser nicht so gut abkönnen, dann werden die immer so strohig und deswegen habe ich mir schon mal Kokosöl reingeschmiert und dann gehen wir nachher noch duschen und ich hoffe, dann sehen meine Haare wieder vernünftig aus. Ja, diesmal war das Schnorcheln für Jan dann besser, meinte er, weil er diesmal ein bisschen mehr gesehen hat, also Korallen und Fische, und das Gute ist, das Wasser hat sich ein bisschen zurückgezogen, also das Meer, und wenn man jetzt ins Wasser reingeht, ist man direkt im Riff drin und bei den Korallen. Und ja, für uns geht es dann heute noch weiter auf dem Campingplatz heute Abend. Da schlafen wir dann und morgen geht es dann nach Exmouth. Ja, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, da werden wir auch nochmal schnorcheln gehen. Ist schon wieder mega windig hier und ist ein bisschen schwierig zu kochen, deswegen haben wir uns ein bisschen hinter das Auto verschanzt. Hier sind schon wieder unendlich viele Fliegen und das geht einem so auf den Geist. Geduscht haben wir noch und ja, morgen geht's dann nach Exmouth. Und das war's für heute. Bis morgen. Tschüss!